So, ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Enderal. Ein neuer Stream steht hier an. Da wollte ich gerade noch gemütlich was trinken, bevor ich die Aufnahme starte. Und da schon so eine Spinne angelaufen. Ich bin eingeschlossen und was ist das? Gas. Hier strömt Gas rein. Findet den Schalter für die Tür. Bei meiner Seele, findet den Schalter schnell! Okay. Ich läuft jetzt hier oben jetzt Timer ab. Da würde ich selber sagen, wir lassen die Gegner Gegner sein. Sehr gut. Oder das, warum? Warum sterbe ich da? Verdammt noch eins, ich bin eingeschlossen und... Was ist das? Gas. Hier strömt Gas rein. Findet den Schalter für die Tür. Bei meiner Seele, findet den Schalter schnell! Okay. Und dann rennen wir nicht allzu weit vor. Ich glaube, sowas wie Hast haben wir halt nicht. Ja, mal gucken, was das hier wird. Na gut, ein bisschen Schaden machen die Dinger ja schon. Ah, wir können sie auch noch mal heilen. Das ist jetzt ungünstig. Okay. Spring bitte hoch. Danke. Problem ist, dass halt wirklich das Springen in dem Spiel nicht so wirklich gut funktioniert. Ich glaube, ich werde dann danach nochmal speichern. Verdammt noch eins, ich bin eingeschlossen und... Was ist das? Gas. Hier strömt Gas rein. Ja, ja. Findet den Schalter für die Tür. Bei meiner Seele, findet den Schalter schnell! So, das sollte jetzt ja auch einigermaßen passen. Tag. Einmal hier durch nochmal. Also war echt genauso getimt, dass man halt immer hier einmal warten muss. Gut, das kann ich nochmal wegheilen. So. Ja, wie gesagt, das mit dem Springen funktioniert immer sehr gut in diesem Spiel. Dankeschön. So, Nummer 2. Nummer 3. Mehr. Gib mir, gib mir. Theoretisch könnte das mit dem Durchtauchen sogar funktionieren. Hüpf, 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 hüpf. Ja gut, hier bleibe ich wieder hängen, ne? Ja, super. Wie gesagt, ich würde gerne aus dem Laufen springen. Jawohl. Hier kriegst du das jetzt schon wieder nicht hin. Wieso springst du nicht? Versteh es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich weiß, ob das eine gute Idee war. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war keine gute Idee, hier zu speichern. Du springst halt nicht.
Ja, irgendwie scheint es sich hier so festgebracht zu haben, habe ich den Eindruck. Hier geht der Sprung, da geht der Sprung. Jetzt geht er nicht mehr. Ich bin halt noch voll im Rennen drin. Ja, der backt sich hier fest. Super. Und das reicht nicht, um hier durchzuschwimmen. Geht da nebendran vielleicht irgendwas auf? Das könnte halt auch sein. Ich muss ein paar Mal springen, um dieses Gebacke hier loszuwerden. Ja, tatsächlich. Okay. Alles klar? Da geht's weiter. Und du hängst wieder. Super. Zack, speichern. Hier hin, da hoch, speichern. Du könntest doch da weitergehen. Oh, mach's doch noch komplizierter. Genau, und jetzt gehen wir halt hier rüber. So. Ja, hoffen wir mal. Wo seid ihr? Ich kann kaum noch atmen. Öffnet endlich die Tür. Das war in allerletzter Sekunde. Naja. ...27 Sekunden waren es tatsächlich noch. Bleib sofort stehen. Keinen Schritt weiter. Diese Kammer mag leer aussehen, aber das ist sie nicht. Wenn ihr nur einen falschen Schritt macht, seid ihr tot. Ich kann von hier oben aus die magischen Fallen sehen. Schließlich weiß ich zur Genüge, wie man Magie anwendet. Also, haltet euch an meine Anweisungen, wenn ihr hier lebend durchkommen wollt. Am besten, euer Blick bleibt immer nach vorn gerichtet... Und ihr geht nur nach links, rechts, vorne oder hinten, wie ich es euch sage. Schaut ihr euch zu viel um, könntet ihr die Orientierung verlieren. Also wagen wir es. Geht als erstes nach links und schaut immer in dieselbe Richtung. Okay. Geradeaus. Nach rechts. Wo seid ihr? Ich kann kaum noch atmen. Öffnet endlich die Tür. Wir haben hier gespeichert. Ich will mal gerade gucken, ob es eine Errungenschaft gibt, wenn wir es wirklich in der letzten Sekunde schaffen oder so. Und in den letzten 10 Sekunden halt. Wir haben ja Zeit. Das war in allerletzter Sekunde. Bleibt sofort stehen. Keinen Schritt weiter. Diese Kammer mag leer aussehen, aber das ist sie nicht. Wenn ihr nur einen falschen Schritt macht, seid ihr tot. Ich kann von hier oben aus die magischen Fallen sehen. Schließlich weiß ich zur Genüge, wie man Magie anwendet. Also, haltet euch an meine Anweisungen, wenn ihr hier lebend durchkommen wollt. Am besten, euer Blick bleibt immer nach vorn gerichtet und ihr geht nur nach links, rechts, vorne oder hinten, wie ich es euch sage. Schaut ihr euch zu viel um, könntet ihr die Orientierung verlieren. Also wagen wir es. Geht als erstes nach links und schaut immer in dieselbe Richtung. So, speichern wir hier nochmal. Ach so, warte mal. So, ja? Geradeaus. Ja? Nach rechts. Also nicht ganz so weit geradeaus.
Geradeaus. Nach rechts. Nach hinten. Nach rechts. Geradeaus. Hm? Nach rechts. Geradeaus. Ich glaube, jetzt haben wir's. Nach links. Mhm. Geradeaus. Nach links. Es war zu spät. Nach links. Geradeaus. Nach links. Geradeaus. Nach rechts. Ja, es geht. Es ist ein bisschen stressig, aber es geht. Geradeaus. Nach rechts. Geradeaus. Moment, ich öffne schnell die Tür. Oh. So, und nun? Hallo Strangy, willkommen. Dann können Sie nochmal hier ein paar Pilzchen mitnehmen. So, den hätte ich auch noch gerne. Ja, danke. Sollen wir da runterspringen? Ah, da oben seid ihr ja. Seht ihr diese Halterungen? Gewiss kann man die Kristalle, die wir gefunden haben, dort hineinstecken. Er passt perfekt. Nun brauche ich euren Kristall. Werft ihn zu mir herunter. Ja, genau. Koop-Spiel mit KI, das stimmt. So, Kristall. Wo ist denn der? Teleportrune, Teleportrune, großer Kristall, der war es ja, glaube ich. Hui. Na? Sehr gut. Wollen wir doch mal sehen. Geschafft. Das Tor öffnet sich. Gut, danke, dass du mir aufmachst. Oh, Fallen? Und ich höre Kampfmusik. Lichtscheue Kreatur. So, das war's mit dir. Oder müssen wir dich jetzt mit dem Dings wieder angreifen, mit dem Degen? Wäre halt blöd, wenn ich den schon... Hab ich den verkauft? Könnte tatsächlich sein. Oder halt abgelegt. Ich gebe dir auf. Ja gut, lichtscheue Kreatur. Vielleicht können wir uns das jetzt zunutze machen.
Ich habe ja kaum angefangen. Glücklicherweise machst du jetzt nicht so unglaublich viel Schaden. Du bist so schwach wie die Götter, die du anbetest. Ja, wahrscheinlich. Gut. Das war hoffentlich die letzte Hürde. Na? Weiß nicht. Auf jeden Fall können wir uns noch einen altertümlichen Schlüssel mitnehmen. Ja, dann lass uns mal los. Dort unten ist das Schwert. Weiter, weiter. Ich speichere mal, ich traue der Sache nämlich gerade nicht. Da kommt doch bestimmt noch irgendwas, ne? Kannst aber jemand wirklich nicht mehr erwarten. Jetzt gucken, was da unten noch abgeht. Und schon haben wir ihn verloren. Aber gut, es gibt ja nur den einen Weg hier. Na, Ari? Wie ist es? Dass er mittlerweile mal wartet. Wir haben es geschafft. Nun, Narazul Arantial, sammelst du die Bruchstücke deiner Vergangenheit zusammen? Arkt! Ich hatte eigentlich gehofft, dich nicht mehr sehen zu müssen. Ich wollte mich nur mal wieder in Erinnerung rufen, da das Gespräch zwischen dem Kleinen daneben dir und mir in Aktvent letztlich so abrupt enden musste. Und natürlich bin ich neugierig, ob du erfüllst, was du begonnen hattest. Denn dass die Aristokratie der Lichtgeborenen endet, liegt ja auch in meinem Interesse. Fein. Dann bewege deinen hochehrwürdigen Hintern woanders hin und lass mich das Schwert nehmen. Gerne. Schließlich kann ich meinen Hintern frei bewegen. Mit deinem jedoch könnte das Schicksal noch allerlei vorhaben. Elender Schwätzer. Endlich. Jetzt sind wir wieder eins. Celara, mein Herz. Jetzt kann die Freiheit ihren Siegeszug durch dieses Land beginnen. Unter diesem Schwert werden die Lichtgeborenen fallen und ihr unsterbliches Blut vergießen. Ja, wir müssen erst das Bergkloster befreien. Das Bergkloster. Ja, ich erinnere mich daran. Mersul hat es mir einst gezeigt. Dort hält sich also momentan der Orden auf und wird belagert? Gut, dann werden wir es befreien. Anschließend das Nordreich von Baratheons Truppen säubern und uns dann den Kanzler selbst vornehmen. Wenn dies vollbracht ist, sind alle Hindernisse aus dem Weg geräumt. Kommt, ich bringe uns in die Nähe des Klosters. Okay, das ist schon mal sehr freundlich. Vielen Dank. So, nachdem wir das Schwert geborgen hatten, wirkte Arantial ein Zauber, der uns zum belagerten Bergkloster brachte. Da sind die Soldaten des Kanzlers. Passt gut auf, was ich mit ihnen anstelle. Der Anführer kehrt zurück. Genau, Arantial hat bewiesen, welche unglaubliche Macht er besitzt, indem er eine ganze Truppe von Sald mit einem Schlag aus dem Weg geräumt hat. Nun stehen nur noch wenige Gegner zwischen dem Kloster und uns. Mit den restlichen werden wir auch so fertig.
Loot? für Platz habe ich noch erst nicht mehr so unglaublich viel. Naja, würde ich sagen, Schild und Schwert. Und der Helm ist noch relativ viel wert. Ja, warum nicht? Pfeile sind ja immer gut. Nein, verdammt. wie viel bist du denn wert? Du bist 60. Wieso war immer nur 20? So, nee. Ja gut, dann muss halt auch noch eins weichen. Da ist ja auch nochmal Loot da hinten. Das war dein letzter Fehler. Guck mal, da ist noch einer. Ich bin zäher, als ich aussehe. Komm mal ran, Dale, hau den auch noch um. Ich bin zäh. Dann mach ich's halt. Erst jetzt im Kampf gegen diese Bastarde, verschmolzen mit dem Seelenschinder, ist mir wieder klar geworden, was Freiheit bedeutet. Oh, sie fühlt sich gut an nach Jahrhunderten der Gefangenschaft. Der Sieg unserer Sache liegt nicht mehr fern, seid euch dessen gewiss. Nun wendet sich das Blatt zum Guten für den Orden und zum Schlechten für die Lichtgeborenen. Und für unseren hochgeschätzten Kanzler Baratheon, dessen Kopf soeben die letzten Stunden auf seinem Körper genießen darf. Und nun kehre ich zu meinen Streitern zurück. Ja dann, ich glaube, Waffe können wir da wegstecken. Du da, sattle uns die Pferde. Wie ihr wünscht, Herr. Er ist es. Narazul Arantheal ist zurückgekehrt. Seid mir willkommen. Callisto, ihr seid momentan der Anführer des Ordens? Nun, dann werde ich diesen Titel jetzt von euch übernehmen. Ich gebe ihn euch gerne. Endlich sehen wir ein Licht am Horizont. Eure Ankunft verheißt Hoffnung. Genug jetzt des Geschwätzes. Wir müssen uns nach Kabaeth aufmachen. Zu den Pferden! Wie ihr wünscht. Okay. Ich will keinen Ärger. So, will ich hier erstmal Zeug ablegen? Ich glaube schon, ne? Ja, ich glaube, bevor wir jetzt hier großartig Zeug verkaufen. Das müssen wir nochmal aufladen. Ich glaube, so lang kann die aber auch mal kurz weg. Silberbogen behalten wir noch. Ja, die könnte ich eh mal aufheben. Okay. Gibt es hier eine Schuhsammelquest, weil ich die nicht ablegen kann? Jo, das sollte jetzt aber schon wieder passen. Guck mal, schon damit die Hälfte von unserem Zeug wieder.
Den Tränken, ja gut, die wiegen nix. Ah, das können wir gleich noch behalten. Da müssen wir halt irgendwann mal gucken. Hol der Hackauflauf. Ja. Das behalten wir noch. Schlüssel müssen wir halt auch mal gucken. Isenerz kann noch weg. Teleportruhen hätte ich gern bei mir. Gut. Wir können wieder Zeug tragen. Warte doch mal. Ich muss mich erst wieder hier entleeren. Könnte ich jetzt noch mehr looten? Ach komm. Haben Sie für mich ein Pferd? Ich habe ja schon eins mal mitgehen lassen hier. Tatsächlich. Los jetzt, nach Kabaret! Aber glaube ich sogar, dass das für Dings war. Die Arantel hat sein Pferd gestohlen beim letzten Mal. Geht doch. Gut, speichern wir nochmal schnell. Ich meine, ist ja nicht so, als hättest du nochmal teleportieren können, ne? Oder bist du jetzt zu erschöpft? Gut, reiten wir dir mal gemütlich hinterher. Ich glaube, wenn uns hier noch irgendwas dumm kommen sollte, dann haut ihr das auch relativ schnell weg, oder? Und du wartest auch netterweise. Sehr schön. Liegen die immer noch da? Gut, da kann ich halt auch nichts für. Die sind halt einfach so gestorben da. Ja. Wohl mit den ganzen Autosaves soll das ja auch einigermaßen passen, denke ich. Falls mal was ist. Und Leichen pflastern unseren Weg, obwohl wir das, glaube ich, gar nicht waren diesmal. Ja, ich meine, Kabaret müsste ja eigentlich auch kommen. Ist ja jetzt eigentlich auch schon komplett befreit, oder? Da willst du einfach nur hier auf den Thron springen. Muss ja nach Erodin oder Erotal, wie das heißt, die Hauptstadt. Ist den jetzt wirklich zeigen wollen. Willst du gerade das Reh jagen? Ich weiß ja nicht. Ich glaube, das könnte mit dem Pferd ein bisschen schwierig werden. Wölfchen. Stimmt, Lernpunkte haben wir jetzt ja auch wieder zum Abwägen. Ja, vielleicht gucke ich mal, ob ich da drin nochmal ein paar Lehrer finde. Wenn die Waffen noch ein bisschen hochgelevelt.
So, neues Gebiet, wie es scheint, oder lange nicht mehr besuchtes Gebiet, es ruckelt wieder ein wenig. Dann lad mal schön nach. So, wir erreichen wohlbehalten Kabaet. Und wenn mich nicht alles täuscht, müsste das dort vorn auch schon der große Taranor selbst sein. Gesegnet sei diese Stunde. Narazul Arantel kehrt zurück. Des Kanzlers Untergang reitet in meiner Stadt ein. Der Kühne war erfolgreich. Taranor, ich hörte, ihr habt euch gegen den Kanzler gestellt und euch unabhängig gemacht. Sehr löblich. Auch wenn die vielen Fahnen mit eurem Banner hier nicht viel Positives über euch vermuten lassen. Ich bitte euch, ein wenig Brimborium und Protz hier und da schadet meiner Herrschaft gewiss nicht. Doch wir sind nicht zum Plaudern hier. Mein Reich ist noch immer vom Feind besetzt und ich habe nicht genügend Soldaten für einen umfassenden Gegenschlag. Und auch nicht genügend Demut. Das Blatt wendet sich aber. Die Kunde von eurer Befreiung hat sich wie ein Lauffeuer im Land verbreitet. Und siehe da, es kommen stündlich gerüstete Krieger der Eterna in die Stadt, um sich euch anzuschließen. Ja, das ist mir bekannt. Jetzt sagt endlich, welche Orte noch erobert werden müssen, damit ich bald nach Erotin aufbrechen kann. Gewiss, der Feind ist aufgrund meiner Zermürbungsangriffe bereits nervös geworden und hat sich in der Burg Darlan und dem Dorf Mordram zusammengerottet. Wir werden beide Orte gleichzeitig erobern müssen. Dann gehe ich mit meinen Eterna nach Mordram. Ihr und Callisto könnt euch die Burg vornehmen. Danach schließen wir uns an der Pforte zum Nordreich wieder zusammen. Mit Vergnügen. Damit werden meine Soldaten ohne Probleme fertig werden. Ihr könnt euch entscheiden, mit wem ihr mitgeht. Entweder mit mir oder mit ihm, aber eines davon müsst ihr tun, denn wir brauchen jeden Schwertarm. Okay, die Befreiung. Die letzten ganzen Soldaten haben sich laut Taranor nach Mordram und in die Burg Darlan zurückgezogen. Während Taranor die Burg zurückerobern wird, werden Arantial und seine Eterna sich das Dorf vornehmen. Er meinte, ich könnte mich entscheiden, welcher Gruppe ich mich anschließe. Ich glaube, ich gehe da mit dir mit. Du bist nicht ganz so arrogant. Arantial zu befreien war eine Meisterleistung. Und nun werdet ihr zusammen mit mir Burg Darlan erobern? Ja. Das ist dein Wort. Los, kommt. Ich werde euch und die Soldaten dorthin führen. Arantial wird gewiss gleich nach uns aufbrechen. In Ordnung. Zu Fuß? Dann halt zu Fuß. Ist jetzt ja auch kein Akt. Hallo, Pferd. Na? Kommt tatsächlich immer mehr Soldaten hier rein. Ein Pferd ohne Reiter, das kommt mir doch sehr gelegen. Ja, der alte Mann ist aber auch noch gut zu Fuß. Ist die schon angezeigt eigentlich, die Burg? So, die Befreiung ist jetzt aktiv. Die andere ist abgeschlossen, schätze ich fast mal. Kloster, Nordwacht, keine Ahnung. Aber scheinbar wollt ihr jetzt den ganzen Weg laufen, Na gut, wenn ihr meint. Einfach mal schön die Menge mit reinspringen, das passt schon. Hm.
Ja, eigentlich hättet ihr euch doch mal auch so Pferde holen können. Aber gut, wahrscheinlich sind für die ganzen Soldaten nicht noch Pferde da. Hinters bergauf ist mit der Rüstung nicht so das Wahre. Da müsst ihr mal zwischendurch ein bisschen warten. Danke. Ah, ist das die Burg, okay. Um das Tor kümmere ich mich. Alles klar, dann kümmern wir mal. Macht sie nieder für unsere Freiheit. Gibt dir noch einen stolzen Hahn, der vormarschiert. Das ist ein Hase, okay. Das war's mit dir. Na, warte. Ist das unser Hauptmann? Möglich. Ja, Massenkämpfe. Ja. Also Massenkämpfe bei den Elder Scrolls Teilen haben ja schon nie so wirklich gut funktioniert. Ich sage ehrlich gesagt auch nichts Sinnvolles dabei, was man looten könnte, ne? Hey, ich habe meine Waffe weggesteckt und habe die Athletik verbessert. Sehr gut. Es gibt natürlich keine XP für das Umlegen der Gegner. Oh. Parano hat es kurz gekostet. Jo. Möchte auch gehalten werden. Ich habe die Burg zurückerobert. Wir waren siegreich. Ihr habt einmal mehr bewiesen, was ihr wert seid. Und ich will großzügig sein. Burg Darlan sei ab diesem Moment euer Eigentum. Ich schenke sie euch. Und ihr könnt euch in den Gemächern einrichten, wie es euch beliebt. Ich aber werde nun nach Kabay zurückkehren und aus den Ruinen meines Reiches etwas Prächtigeres erschaffen, als es je ein Mensch zuvor gesehen hat. Wir werden uns gewiss wieder begegnen, Burgherr von Darlan. Lebt wohl. Ich schicke ein paar Leute, die diese Schweinerei hier wegräumen. Cool, wir haben eine Burg. Endlich ist das erledigt. Nun kommt, wir wollen uns mit Arantial an der Pforte des Nordreichs treffen. Je schneller wir von diesem unverbesserlichen Egomanen Taranor weg sind, desto besser. Ich bin schon gespannt, ob Kim die Bauern gegen den Kanzler aufwiegeln konnte. Ja, ich würde, glaube ich, hier das Zeug erstmal noch wegbringen, ne? Das lohnt sich ja erstmal nicht. Freien Stahlaxt, ne? Ist nicht so toll. Wird so ein Feinstahl Langschwert. Ja, der ist auch einiges wert, aber halt auch schwer. Aber im Moment haben wir Platz, das passt. So, ja, du kannst ruhig mal rausgehen, das ist okay.
Gut, dann könnt ihr jetzt auch freuen. Ich glaube, ich würde mich sehr gerne mal kurz vermissen. Meine Gemächer. Mein Thron. Dann gönnen wir uns den ganzen Spaß hier doch mal. Und da können wir dann Zeug reinlegen, tatsächlich. Cool. Dann ein Brustharnisch. Den Schild. Können die was? Leichte Rüstung. Ja, dann kommen die, glaube ich, zur Sammlung mit dazu. Ihr seid einfach nur... Gut, Rüstungen. Ah, hier können wir dann Zeug sammeln. Ich weiß auch nicht, ob ich da wirklich Elan habe, mir das alles noch einzurichten. Das Teil kugelt hinten fast. Ist ein bisschen was wert. Aber sieht halt auch schön aus. Glaub mal, war da gerade irgendwo. Eine Falltür. Cool. Was haben wir hier noch ein bisschen was zu essen? Habt schon mal nichts drin. Die Schaukästen sind ja auch alle leer, oder? Ah, hier ist aber noch netterweise eine Pranke. Ein Blümchen lasse ich, glaube ich, auch mal. So, einmal die Pranke einverleiben. Mehr Traglast ist ja immer gut. Ach, hier sind auch noch Zimmer. Okay, Lernbuch, ne? Ja. Gute Tränke, schön. Ah, hier gibt es doch bestimmt eine Teleport... eine Badewanne. Scheiße, für die Teleportrunde, wir haben eine Badewanne. Ah, sehr gut. Nett. Cool, cool. So, aber ich glaube, jetzt können wir mal los. Will ich die draußen noch plündern? Ich glaube, das lohnt sich nicht so wirklich. Andererseits... ihr habt ja noch Pfeile, von daher. Gut, der ist auch einiges wert. Feineisenbogen, ne? Ich glaube, da ist meiner besser. Ach so, Kampfmagier. Ja, war nicht so verkehrt.
Den Graf hat's dann auch schon zerlegt. Okay. Liegt der einfach so rum hier. Ah, vielleicht wollte er fliehen. Das kann natürlich auch sein. Aber ja, sehr cool. Ich speichere nochmal schnell. Was haben wir jetzt hier Schönes? Auch so ein Huhn. Ah, das war, glaube ich, das, wo der Geist drin war. Ich guck mal kurz im Questlog nach. Wo wolltest du jetzt hin? Wahrscheinlich zur Pforte, ne? Das ist echt bis nach Erotin durchrennen. Pforte des Nordreichs, okay. Na gut, bei euch lohnt es sich auch nicht mehr zu looten, glaube ich. Ich glaube, bis nochmal irgendwelche Gegner kommen, dann lasse ich mich einmal voll heilen. Nutzen wir es doch nochmal aus. Was ist das denn? Achso, das sind einfach nur Bilder. Genau, den habe ich auch schon gelootet beim letzten Mal, weiß ich auch noch. Ja, aber so viel Widerstand haben wir jetzt ja gar nicht mehr. Alles kaputt hier. So, wir treffen uns an der Fahrt von Kabaet. Nun können wir uns gemeinsam nach Erotin aufmachen und Barantyon entmachten, damit der Orden sich seinem eigentlichen Ziel widmen kann. Vorkehrungen treffen, um uns aufzuhalten. Nur keine Sorge. Wenn alles gut gegangen ist, hat Kim des Kanzlers Kriegsmaschinerie schon weitestgehend gelähmt. Hoffen wir es. Na gut, hier haben wir jetzt wieder Pferde. Sehr freundlich. So, des Kanzlers Schicksal. Okay. Reiten wir mal weiter, würde ich sagen. Und jetzt schützt das Spiel nochmal ab. Ah, hat er relativ lange gehalten. Wir haben ja, glaube ich, auch noch gespeichert vorher. Von daher passt das ja. So, tschüss Oblivion. Starten wir dich nochmal neu. Naja, wie gesagt, maximal so 2-3 Minuten, die wir dadurch verlieren. Dank Autosave. So, alle da? Dann los. Dann los.
Da gab es einen Spielstand, wo der Herr Arantia noch nicht gespawnt war. Gut. So weit dürfte es aber echt nicht sein hier, oder? So, einmal hier unten rum. Ich frage mich, dass jetzt schon zu Ende ist, dann das Spiel. Obwohl, ja, das ist, hieß, es wäre nicht so unglaublich lange. Aber irgendwas von 40 Stunden und wir haben jetzt 25, 30? 25. Ungefähr. Gut, ich habe jetzt nicht alle Nebenmissionen gemacht und alles erkundet, aber... Na, wir werden sehen. Seht, ein Sturm zieht auf. Selbst das Wetter ist meinem Zorn gewogen. Ha! Wie viel Akte hatte denn der, hatte denn Enderal? Auch nur 3? Ein schwarzes Schaf. Das Unglück bringt? Schaut euch das nur an. Mir scheint, die Bauern haben die Abgaben an den Kanzler satt gehabt. Kim hat sie zum Aufstand angestachelt. Baratheon ist am Ende. Abwarten. Er wird sich in Erotin eingeegelt haben. Seht nach, ob ihr Kim irgendwo finden könnt. Sucht beim Tor an der Brücke. Kalisto und ich werden uns einen anderen Weg in die Stadt hineinsuchen. Wenn ihr Kim gefunden habt, dann greift zusammen mit den Bauern das Tor an. Kämpft euch zum Palast vor. Dort treffen wir uns dann. Alles klar. Machen wir. Ja, die sind halt doch schon schwer, die Dinger. Gut, dann schau mal, wo ist denn Kim? Da wäre das Tor. Hier rennt doch irgendjemand rum. Oh, das war, glaube ich, von einem Bauer. Was geht denn hier ab? Darius Schatzsuche? Mhm. Na, ja, nehmen wir mal noch mit. Hier. Wir sind hier. Endlich, endlich. Du bist hier. Ich habe so gehofft, dass du bald nach Erotin kommst. Fast hätte ich die Hoffnung schon aufgegeben. Es hat so lange gedauert. Meiner Treu, bin ich froh, dich wiederzusehen. Ich konnte die Bauern auf unsere Seite bringen. Dann haben sich die Ereignisse überschlagen. Plötzlich kamen von überall diese Menschen mit den leuchtenden Augen hervor und meinten, dass ihr Anführer Narazul Arantia befreit worden sei. Sie haben uns geholfen. Warst du das? Hast du Arantia befreit? Was soll die denn mir fragen? Ja, das war ich. Kaum zu glauben. Obwohl, ich habe es dir natürlich zugetraut. Ich weiß ja, was du drauf hast. Jedenfalls kam vor kurzem das Gerücht auf, dass der Kanzler das Nordreich nicht mehr besetzt halte und dass Arantia nun kommen werde, um sich seiner anzunehmen. Ist das wahr? Ich kann es kaum erwarten, dass Baratheon dafür büßt, was er Mersul angetan hat. Ja, Arantia sagte, wir sollen angreifen. Dann tun wir das doch auch. Wir gehören dem Orden an, also haben die Soldaten da drin keine Chance gegen uns. Wir sind stärker als sie. Du führst den Angriff an. Wir folgen dir. Cool. Kommst du eigentlich mal mit oder bist du halt, bist glaube ich einfach nur gespawnt hier und nicht mehr so ganz. Ich hätte gerne Soldaten.
Na, erinnert ihr euch noch an mich? Ich bin es, Narrel. Vor einiger Zeit habe ich euch in das Versteck der Eterna in den Kanälen geführt, wisst ihr noch? Damals sagte ich, dass die Menschen unser Volk unterdrücken. Und nun schaut uns an. Jetzt, da Arantheal wieder da ist, fürchten sie sich vor uns. Sie fliehen sogar. Und jetzt werden wir ihr Grauen sein. Es erfüllt mich mit Stolz, von Narazul Arantheals linker Hand in die Schlacht geführt zu werden. Alles klar. Ja, gut, doch gut, das werde ich verschont haben. Na dann. Auf geht's, meine Lieben. War auch schön gemacht hier mit den Fahnen, dass die noch im Wind wehen. Sieht jetzt alles sehr, sehr cool aus hier. So lobe ich mir das. Na gut, haben wir es fast in die Stadt geschafft. Verdammt. Sie haben das Fallgitter runtergelassen. Dann geht jemand durch die Kanäle und öffnet das Tor von innen. Wir beide. Kommt mit. Ich kenne die Kanäle und weiß, welchen Weg wir nehmen müssen. Dreist. Okay, das ganze Schicksal wieder. Die Waren haben das Stadttor geschlossen. Narai meinte aber, er kennt einen Weg durch die Kanalisation. Wir müssen auf die andere Seite des Tores gelangen und den Torhebel betätigen. Okay. Dankbarkeit der Unterdrückten. Du bist jetzt halt einfach verschwunden. Ah ne, da. Na gut, dann leg mal los. Ihr also durch.